Menschen, dies ist jetzt quasi eine Tutorial-Folge für Crusader Kings 2. Im ersten Aufnahmeblock, das sind die Folgen 1 bis 7, die ihr hier im Kanal findet, haben Emil und ich schon ein bisschen was erklärt. Uns ist aber aufgefallen, dass wir viele Grundlagen noch nicht erklärt haben. Jetzt machen wir das. Danach geht es dann los mit dem zweiten Aufnahmeblock. Der schließt im Grunde an die ersten 7 Folgen an. Also unsere Reiche haben sich weiterentwickelt, unsere Herrscher sind älter geworden und so weiter. Ihr könnt aber theoretisch auch erst diese Folge gucken. Das spoilert vielleicht ein bisschen was so über Reichsentwicklung und sonst was. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm. Wenn ihr noch gar nichts geguckt habt, könnt ihr auch erst diese Folge gucken. Das ist gar nicht so schlimm. Dann versteht ihr ein bisschen besser, was in den Folgen 1 bis 7 dann passiert. In diesem Sinne, viel Spaß, ne? Let's play Crusader Kings 2. Aufnahmeblock 2. Wieder mit mir, wie immer, weil auf diesem Kanal bin ja eigentlich immer nur ich. Und aber auch mit dem fantastischen Emil. Hallo, mein Name ist Fantastischer Emil. Und wir machen es tatsächlich wieder wie die letzten Folgen auch. Ich glaube, 7 Folgen haben wir aufgenommen. Wir streamen das parallel live in dieses Internet drinne. Und das gucken sich momentan tatsächlich sogar 4 Leute an. 2 davon können über ihre Erwähnung dann auch direkt in den Kommentaren jubeln. Nämlich der Mr. Tuni und Tuni? Eigentlich Tuni oder Tuni? Und, wie heißt denn Dobser? Wie heißt denn Dobser eigentlich bei YouTube? Ich hab's schon wieder vergessen, er hat gerade noch was kommentiert. Ich hab's vergessen. Das ist wieder dieses Abschweifen. Ja, das ist die mythische Abschweifung. Oh, und ich muss mir wieder einen Timer stellen. Alte Lachsrakete, das ist doch Mist. Weil das doch nicht die, Ich seh doch nicht. Ich sehe doch nichts. Das ist so widerlich. Erzähl mal, was bisher geschah. Guck mal, du kannst bei mir sehen, was die Menschen sehen. Okay, wir blicken hier gerade auf die nordeuropäische Karte und wir sehen Emilien und Franzingen. Emilien ist sowas wie das mittelalterliche Dänemark. Das ist tatsächlich auch ungefähr das, was den Dänen da früher gehört hat. Und Franzingen ist so de jure Schweden. Und das entspricht auch in etwa den Herrschern, die wir spielen. Ich bin König Jandre der Schlechte von Emilien, während Franz aktuell Ragnar Lodbrok ist. Der Name könnte dem einen oder anderen ein Begriff sein. Das ist nämlich tatsächlich die historische Figur Ragnar Lodbrok. Kennt man vielleicht auch aus Serien wie Vikings. Und das ist eine ziemlich... Aber Emil, was bedeutet denn de jure? Ach, de jure heißt... Meine Güte. Das wäre das formale Königreich. Wir sind aber noch keine Könige. Wir haben nur schon beide die Option, es auszurufen. Wir haben nämlich so mit unseren vorigen Herrschern, so quasi mit unseren Vätern, relativ viel Land erobert. Also Franz hat relativ viel Schweden erobert und ich habe ein bisschen noch Norwegen, ein bisschen Schweden und vor allem im heutigen Osten Deutschlands und vielleicht sogar, nee, da ist die Elbe. Also im Ostdeutschland habe ich viel erobert und sind noch keine Könige, weil uns auch die Kohle fehlt, um diese Titel auszurufen. Aber wir haben fleißig Land zusammengerafft und das ist sehr wichtig, weil wir sind Wikinger. Und Wikinger haben in diesem Spiel einen gewissen Vorteil und ein paar Nachteile. Es ist also so höhere Spielmechanik, aber ein Nachteil ist, wenn wir sterben, wird unser Land unter unseren Söhnen aufgeteilt. Einer bekommt immer so den Löwenanteil, aber alles weitere an Land, das wird dann aufgeteilt und jeder männliche Nachkomme bekommt sein Stück Kuchen ab. Und darum gibt es auch diese 2 lila Flecken jetzt bei Franz im Land, diese hellen lila Flecken. Genau, das erkläre ich euch gleich. Ich muss kurz was aufklären. Der Dobser, den ich eben Dobser nannte, heißt in den Kommentaren nämlich Tobi S., ein fröhlicher Zuschauer, der mir auch schon viel beim Stream geholfen hat tatsächlich. Er hat mutig zugeschaut, wie ich mich mit Open Broadcaster-Einstellungen rumgeprügelt habe und hat mir immer gesagt, gut, nicht so gut, schlecht. Ich weiß nicht, wenn ihr ein bisschen älter seid, dann kennt ihr das noch, wenn Fadi an der Antenne vom Fernseher gespielt hat auf dem Dachboden und Mutti im Wohnzimmer saß und du irgendwo dazwischen im Treppenhaus und du musstest dann immer rufen, besser, nicht so gut. Ich bin mit Kabel aufgewachsen, ich weiß nicht, wovon du redest. Nee, ich tatsächlich nicht. Und also Tuni sagt, er heißt Tuni. Mit englischem U und es gibt keine Verbindung zum Thunfisch. Es ist also tatsächlich nicht Mr. Tuna. Ihr müsstet mir tatsächlich noch sagen, ob Emil übersteuert, weil die Ausschläge von ihm sind relativ hoch. Emil hat relativ herben Ausschlag. Ja, es tut mir auch sehr leid. Darum bitte auch ohne Facecam. Ja. Er reibt sich die ganze Zeit an seinem Campingtisch. Wie so ein Bär. Ich mag den Campingtisch, aber er mag mich nicht. Ich kann euch das jetzt kurz zeigen, was Emil eben erzählt hat. Also das hier ist der Ragnar. Ich bin sehr zufrieden. Den habe ich nicht selbst benamst. Also wir versuchen jetzt noch mehr vom Spiel zu erklären, weil das Ding ist ja rattenkomplex.
Und Turbo kompliziert. Und das will ich wechseln. Rattenkomplex und Turbo kompliziert sind verschiedene Dinge. Ja, das stimmt. Ja. Warte mal, das sind jetzt hier. Ah, nee, das sind die Kasperköppe. Man muss dazu sagen, Emil spielt das Spiel häufiger als ich. Ich habe, glaube ich, 450 Stunden in meinem Steam-Account. Und ich habe es immer nur mit ihm gespielt. Und ihr habt eben, als wir das gestartet haben, gesehen, es gibt unglaublich viele Erweiterungen und die patchen das Spiel auch. Also Paradox Entertainment ist ein sehr, sehr geiler Entwickler, kann ich nur sagen. Wenn ihr Bock auf coole Spiele habt, guckt mal rein bei denen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Das Problem, finde ich, bei Crusader Kings ist, wenn ihr das mal so spielen wollt, kauft euch die Vanilla-Version. Die gibt's, weiß ich nicht, was kostet die manchmal? 10er, vielleicht auch weniger, genau. Das reicht am Anfang völlig aus. Also dann spielt ihr euch, keine Ahnung. Wir haben früher, glaube ich, alle Irland gespielt. Ja. Irland ist irgendein Grafen. Irland ist wirklich cool, um das Spiel kennenzulernen. Irland, und zwar im Jahre 1066 beginnen. Weil dann hat man da noch die leichtesten Mechaniken. Man muss auf einen Frust klarkommen. Man kann nämlich niemanden angreifen am Anfang. Aber das ist okay. Dann kann man erstmal so ein bisschen plätschern, ein bisschen gucken, was passiert. Und mit seinem Kanzler mal hier und da so einen Anspruch fingieren. Aber das ist normal. Das ist, so funktioniert das Spiel. Ich möchte kurz wissen, ob Menschen außer uns vielleicht öfter mal vor sich hin plätschern. Und ob das vielleicht ein Krankheitsbild ist. Ob man damit vielleicht zum Urologen muss. Das Spiel plätschert vor sich hin. Ach so. Yeah. So, gut. Also, wir haben ja angefangen als feste Johnnies. Ich habe hier als Sigurdr angefangen. Also wenn Emil was erzählt, ihr seht ja seinen Bildschirm nicht, aber Sigurdr war mein Vater und als ich den angefangen habe zu spielen, das seht ihr ja in den ersten 7 Folgen oder so, da hatte der Ragnar schon als Sohn. Ich glaube, das ist historisch vorgegeben. Einfach, ja, ne? Genau. Weil wie Emil eben schon meinte, also es gibt halt bekannte historische Persönlichkeiten, Figuren. Oh nein! Was los? Ach, sorry, ich bin so leicht abzulenken. Jemand ist hier gerade reingekommen und spoilert sich das Ende von Stream Session 1. Das tut mir leid. Können wir sie Dream Session nennen? Würde dir das helfen? Und ich muss tatsächlich sagen, dass eloquente Ente der schönste Nickname ist, der mir seit langem untergekommen ist. Aber so, Ragnar gab es schon. Also den hatte, Sigurdr hatte schon den Sohn Ragnar. Und dann hat er, wie ihr vielleicht seht, noch ein paar mehr Kinder gekriegt, weil ich einen ganzen Stall voll Konkubinen hatte. Muskelfranzi. Es gibt Franziska, das war meine erste Tochter. Frifra Franzi finde ich auch gut. Muskelfranzi ist nämlich verheiratet, glaube ich, also verlobt schon mit Emils Sohn oder so. Dann gibt es Franzl, wo ich eigentlich dachte, dass das mein Sohn, nee, Erbe wird. Dann gibt es auch Frifra Franzi, Frumpeline und Schlumpfi, ne? Mit Namen bin ich immer so mittel. Also ich, ein Freund von mir, mit dem wir das gespielt haben, der liebe Finn, der hat doch immer Gemüse plus Zwiebelfrau. Genau, Gemüse plus Geschlecht hat er genommen. Also sein gesamter Stammbaum hieß dann immer irgendwie Zwiebelfrau, Möhrenmann, Rotkohl, Rainer, wollte ich gerade sagen, aber Rainer ist, glaube ich, kein Geschlecht. Ja, also ich würde sagen, wir könnten vielleicht sogar diese Folge, jetzt haben wir schon so viel erobert, wir könnten die auch als Tutorial-Folge nehmen, aber ist auch egal. So, auf jeden Fall, den konnte ich nicht selbst benennen. Ab jetzt werden alle Charaktere, die ich spielen werde, Namen haben, die ich ihnen gegeben habe. Sowas ist wie Franziskar und Muskelfranz. Aber ich finde es so gut, ich meine, was sind denn die gottverdammten Orten, dass Ragnar auch mit 2 R geschrieben wird und ich habe Franziskar auch mit 2 R geschrieben. Ich dachte, du hast sie deswegen mit 2 R geschrieben. Nein, den habe ich so geschrieben wegen mein bester Freund, nee, mein neuer Freund von Ulmen. Kennst du das? Dieses, Oh nein, oh doch, das ist eine furchtbare Serie, wo Christian Ulm einen beschissenen Freund spielt und die Freundin muss durchhalten, dass er mit bei einem Abendessen ist. Und dann kriegt er eine Kohle. Genau. Es ist so scheiße. Ich hasse solche Serien. Ja, die machen so zum Kotzen. Ihr müsst mal mit Emil, vielleicht mache ich davon mal einen Scream. Ja, bitte. Wir drehen einen Scream. Ja. Mache ich einen Stream, wie Emil zum Beispiel Stromberg guckt oder so. Der geht aber echt kaputt. Das ist wirklich witzig. Also, ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich alles ja vergessen. Da gibt's, ja, da gibt es Alexander von Eich, ein Charakter von. Ich bewege mal das Fenster ein bisschen, damit hier wenigstens irgendwas passiert. Da gibt es Alexander von Eich, einen Charakter von Christian Ulm. Und der
ist der neue Freund von einer gewissen Franziska. Und er steht aber nachts auf und schlägt mit einem Knochen gegen ihre Tür und ruft die ganze Zeit: Franziska! Franziska! Und das hat zur Folge, dass tatsächlich ein Arbeitskollege von mir mich immer Franziska nennt, auch immer, wenn wir telefonieren. Fragt er mal, ob ich dran bin. Franziska! Egal. So, auf jeden Fall werde ich in der nächsten Generation werde ich Kinder haben, die so heißen, die gute Namen haben, obwohl ich Ragnar auch ziemlich gut finde. Ja, also ich habe mein Haus schon benannt und so. Und wie gesagt, Emil weiß mehr als ich, deswegen stelle ich manchmal gewollt doofe Fragen. Aber wie heißt du? Brandr? Jandre Brandr, wenn wir jemanden haben, der Schwedisch oder Dänisch kann, der kann das gerne sagen. Ich glaube, das ist Brandr. Emil. Emil ist ein Name für einen Emil. Aber, wie ich das übrigens alle... Wie alt du bist? Das ist ja schrecklich. 53 ist doch kein Alter. Du siehst aus wie tot. Du siehst aus wie ein gottverdammter Geist. Hast du dich mal angeguckt? Entschuldigung, ist einfach viele Haare. Okay, ich nur ein paar weniger Haare. Und dieser warum eigentlich? Woran leckt denn eigentlich der Eisbär vom Haus Blaubeer? Ich glaube, er leckt an allen anderen Häusern. Ach, schön. Ja, das ist jetzt auf jeden Fall diese Art Stream und Video, die was ist für Leute, die Skill und Professionalität wollen. Wir haben bisher echt nur Mist erzählt. Aber ja, ich... Was wir nämlich sagen wollten, diese Flecken, die ihr hier seht, die blinden Flecken in meinem Reich, ihr seht ja hier... Das Schwede, Franzi, das hat lange gedauert, dass wir da hingekommen sind. Das soll ja mal das große, schöne... Krass, guck mal. Ich habe was geerbt, als ich... Ja, scheint so. Also für dich, eloquente Ente, ich versuche... Ja, das ist jetzt leider ein Spoiler. Das ist das, was ich geerbt habe und dann bin ich gestorben. Ups. Das war aber gar nicht so spektakulär. Das hat mich genauso überrascht wie dich jetzt. Also jetzt es war nicht spektakulär, es hat dich nur sehr überrascht. Ja, das war wirklich einmal burp tot. Ich war nicht im Krieg, ich habe nichts gemacht. Glaube ich. Auf jeden Fall scheine ich das hier geerbt zu haben. Diese beiden Regionen, die hatte ich vorher nicht. Nämlich, also das hier hatte ich auf jeden Fall nicht. Also diesen Vasallen habe ich geerbt, die arme Sau. Naja, das Problem ist, wir haben immer Erbteilung als Nordmänner. Und als Christ kann man kann die Gesetze ändern, ne? Das können wir hier nämlich nicht machen. Das ist sogar historisch ein Grund gewesen, wieso die Wikinger sich abgekehrt haben vom nordischen Glauben. Weil man mit dem christlichen Glauben es leichter ist, einfach nur einem Sohn sein Land zu vererben. Das ist echt witzig. Okay, ja. Deswegen fehlt mir das. Das gehört jetzt nämlich meinem kleinen Brüderchen. Wieso gehört das denn Trügge von Tjust? Ah, das gehört Franzl, aber wer ist denn Trügge von Tjust? Naja, das ist einfach ein Vasall von deinem Bruder. Sind wir sicher? Ja, ich bin mir sehr sicher. Ich sehe das tatsächlich, grade. Ja. Aber wäre das denn dann jetzt... Oh, der ist schüchtern und zornig. Das ist wieder diese Kombination und ehrlich. Stell dir das so vor. Schüchtern, ehrlich. Der kleine Trügge, der läuft durch den Flur, hat Angst vor Leuten, stellt dann aber der Magd das Bein, sodass die sich schwer ihr Gesicht bricht. Und dann er ist nicht hinterlistig. Und dann geht er aber zu Vater. Nee, er ist aber schüchtern. Der Schüchtern heißt nur, er würde gerne die Wahrheit sagen, kann aber nicht. Ja, aber vielleicht muss er ja, weil er ehrlich ist. Also er quält sich immer dabei, die Wahrheit zu sagen. Ach, ja. Der Arme. Und Rotkohlreiner könnte. Ich nenne vielleicht einen Charakter, wenn ich es nicht vergesse. Musst du mich mal dran erinnern, Mr. Tony, dass ich einen Charakter Rotkohlreiner nenne. Ich habe extra für dich Steffel und... Streptylokokken? Zettel und Stift dabei. Ich schreibe Rotkohlreiner jetzt auf. Das ist gut. Das habe ich eben schon im Stream, habe ich schon gesagt, hier im Video nicht. Unser Emil ist ja tatsächlich ein angehender, also ist ein Radiomoderator-Mann. Der hat viel, viel mehr Ahnung von solchen Dingen als ich. Daher auch seine Professionalität, mit der er versucht, gegen meinen Wahnsinn anzukämpfen. Es ist nicht leicht. Das stimmt. Der hat auch schon so Radiomenschen ausgebildet, aber da würde er bei mir geschlossene Tore anzünden. Anzünden. Hier redensart einsetzen. Oh, weißt du, was machen? Ja, ich wollte noch kurz irgendwas erklären. Du wolltest noch das Spiel ein bisschen erklären. Ja, das hast du mit ihm mit abgebrochen. Das haben wir total vergessen. Okay, du musst es sagen und ich zeige es dann. Das okay, ist total also. Das ist jetzt wie eine Show in den 90ern. Okay, neben dem Gesicht links befindet sich rechts weiter oben eine Krone. Und hinter dieser Krone verbirgt sich der Rat. Das kann man sich, wenn man ein bisschen Game of Thrones geguckt hat, vorstellen, wie halt so der Geheimrat, den da quasi jedes Konzil hat, da in King's Landing. Und mit den gleichnamigen Ecken. Ecken? Also nein, es ist einfach ein verdammter Rat für einen Adligen. Aber wir müssen ein bisschen Zeit lassen. Vielleicht hat es jemand im Chat gerallt, was Emil nicht gerallt hat. Was hat denn der Geheimrat für Ecken? Oh Gott!
Entschuldigung. Und der unterstützt unseren Herrscher darin, das zu tun, was er gerne tut, nämlich herrschen. Und was die Einzelnen machen, das kann man in den Folgen bisher auf jeden Fall auch schon sehen. Wichtig ist zum Beispiel ein paar Sachen, auf die wir, glaube ich, noch nicht eingegangen sind. Der Hofspitzel zum Beispiel, der ist sehr wichtig dafür, Charaktere zu helfen, umzubringen. Wenn der einen hohen Wert hat in Intrige, dann kann unser Herrscher, wenn der sich überlegt, ich möchte einen anderen Charakter killen, das geht, wenn man dann den Charakter anklickt, dann ist da irgendwo auf dem Menü von dem so ein Fenster Intrige gegen den starten. Der kann dabei sehr gut helfen. Aber ein Problem an dem Kerl ist, oder das kann auch eine Frau werden, wenn die einen nicht mag, dann sind die selbst dazu in der Lage, dich viel besser umzubringen. Kann man sich ganz einfach vorstellen? So, wenn der Chefspion am Hofe dein Feind ist, dann kann er dich umbringen. Ach so. Wie Sarah von Westerbotten, der mich hasst mit minus 35. Ja. Da sind wir jetzt übrigens bei einer Währung, das wolltest du erklären. Oh ja, das wollte ich auch noch erzählen, genau. Also, man kann, glaube ich, so basismäßig über dieses Spiel sagen, wir haben ja schon in den letzten Folgen so Gold ausgegeben und ich habe auch viel darüber geredet, dass man Prestige ausgeben kann. Das ist eine besondere Sache als Heide und Stamm. Das sieht man rechts oben, ne? Münzen ist Gold, das ist ja eigentlich ganz logisch, dass es eine Währung ist, kann man sich auch gut vorstellen. Daneben ist Prestige, das ist so quasi die Macht, die unser Charakter ausstrahlt. Und daneben kommt noch, da hat man dieses Runenzeichen da, das ist die Pietät. Es kommt auch immer so ein Erklärungstext, wenn man da drüber fährt, wo erklärt wird, was das denn noch alles noch sein soll. Stumpf kann man sagen, das sind alles drei Währungen, in denen man mit diesem Spiel handeln kann. Und es kommt noch eine vierte Währung dazu, aus meinem Gefühl heraus, nämlich Meinung. Ich muss ganz kurz dazu sagen, weil du hast jetzt Sachen erklärt, die du bei mir nicht siehst. Ich bin frisch gebackener Herrscher. Ich habe gerade tatsächlich, ich glaube, es ist noch kein Tag vergangen. Mhm. Wir haben ja aufgehört, als Sigurdr, mein erstes alter Ego, gestorben ist, haben wir aufgehört und Ragnar, der ist jetzt ganz frisch im Amt. Dies seid ihr. Und deswegen wahrscheinlich hassen den alle, ja, obwohl es geht. Na, es geht sogar tatsächlich. Wenn man als Wikinger anfängt zu herrschen, muss man sich quasi erst beweisen. Weil dein Vater war zwar cool, aber das ist noch gar kein Ausdruck darüber, ob du jetzt eigentlich cool wirst. Und man kriegt, ach, ich bin so ein Vollnasenmann. Man kriegt einen radikalen Malus von, der nennt sich kurze Herrschaft. Das können so bis minus 30 kann das gehen, bei Meinung. Warum bist du ein Vollhorst? Was Phase? Religiöse Unterschiede. Kurze Herrschaft habe ich tatsächlich gar nicht. Als Nachteil. Guck mal bei deinen. Vielleicht, weil ich noch nicht laufe. Ja, es kann sein, dass ihr noch dazukommt. Ja. Ja, das erklären wir vielleicht im Laufe der Zeit. Ihr seht schon. Also guckt euch bitte nur mal dieses Menü an. Das überhaupt erstmal zu rallen, was da woher kommt. Das ist halt. Das ist ein bisschen abgefahren. Also, das lernt man aber mit der Zeit. Also, deswegen, wenn ihr es wirklich zocken wollt, das ist ein geiles Spiel, aber. Man muss Leidensfähigkeit und Frustrationstoleranz, so nennt man das immer bei Jugendlichen, wenn man sowas mit. Ja, einen Bock auf Mikromanagement. Also es gibt hier wirklich minimale Entscheidungen, die in der Summe viel auslösen können. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, ich habe minus 160 Prestige und ich merke gerade, dass mir einfach eine alte Entscheidung von mir massiv ans Bein läuft. Meine? Meine. Kannst du dich entsinnen, dass ich bin ja nicht gut im mich erinnern, aber ich habe noch gesagt, in der letzten Folge, glaube ich, also die ist jetzt. Im echten Leben, wie viele Tage her? Ein paar Tage. Donnerstag. Freitag. Heute ist Sonntag, dann sind das 17 Tage. Auf jeden Fall habe ich da gesagt, oh ja, hier, guck mal, Ragnar, der soll diese Frau heiraten, die cool ist. Die ist nämlich ein Genie. Da hast du noch gesagt, oh, die ist viel zu alt. Ich habe gesagt, das ist mir egal. Und dann kam nämlich die Meldung, wenn Ragnar eine Frau von niedrigerem Rang heiratet, dann kostet ihn das so und so viel Prestige. Und ich habe gesagt, das ist ja mein Sohn, das ist mir völlig egal. Und jetzt bist du halt dein Sohn. Ein paar Tage später bin ich gestorben, jetzt darf ich mit minus 160 Prestige haushalten. Ja, und das hat halt mehrere Nachteile. Das ist halt erstens die Währung, mit der du als Heide dir in deiner Hauptstadt, da kannst du halt verschiedene Sachen verkaufen. Nicht so die Hauptsachen, die man kaufen kann, die laufen nach wie vor über Gold, aber du kannst dir zum Beispiel kein größeres Kriegslager bauen und solche Geschichten. Das kann ich mal kurz hier, warte mal, das ist. Das ist meine Hauptstadt, kann ich euch kurz zeigen. Das ist hier Franzstadt, so habe ich es, glaube ich, genannt, kreativ wie ich bin. Cool, das Wappen ist cool. Hier unten kann ich später noch mehr Kram hinbauen. Das ist nicht jetzt, als Heide. Aktuell nicht. Darum ist es relativ simpel als Stamm. Als Stamm leben die Leute da einfach fröhlich auf dem Land und das bleibt es dann dabei. Okay, aber für 99 Prestige könnte ich einen Stamm bauen, ne? Ja, aber das machst du nicht. Das kann nur ein Stamm da leben. Genau, pro Provinz gibt es nur einen Stamm. Richtig, richtig. Darum ist auch das Wort Franzstadt eigentlich Quatsch, weil du hast keine Stadt. Das ist so ein bisschen wie Asterix und Obelix, wie wir da leben. Also, es ist so halb sesshaft quasi. Dann ist es Franzland. Okay.
Was wollte ich denn sagen? Achso, hier kann ich Gebäude bauen. Das ist dann jetzt, das kennt ihr aus anderen Strategiespielen oder so. Ja. Das ist auch sehr wie hier Civilization oder so, ne? Also so ganz grob, du hast eine Stadt, die kannst du verbessern, Punkt. Ja, das kann man so sagen. Und ich habe jetzt hier schon das erste Marktdorf gebaut, das gibt mir mehr Kohle. Da seht ihr, das gibt ein bisschen mehr Geld, was dann in der Monatsbilanz auftaucht. Ich mache jetzt plus 0,62, das ist ein schlechter Witz tatsächlich. Was als Stamm halt leider so ist und darum müssen wir auch plündern gehen. Oh no, ihr seht ja oben meine Frame-Anzeige. Das tut mir leid, weil ich das Fenster aufnehme und nicht nur das Spiel. Egal. Sorry. Das ist Phase. Die eloquente Ente hat gerade perfekt zusammengefasst, was wir jetzt alles gespoilert haben. Er sagt, ein toter Monarch, verbotene Liebe und eine zerfallene Regentschaft. Was ich alles verpasst habe. habe ich jetzt, ich weiß nicht, ob du so sprichst, wahrscheinlich nicht, aber ich finde, das hast du sehr schön zusammengefasst, das ist alles passiert. Und das ist tatsächlich der Punkt, warum Emil und ich beide dieses Spiel so feiern und auch so mögen. Wenn man ein bisschen, also man muss dazu sagen, wir sind auch beide Pen-and-Paper-Rollenspieler. Das heißt, wir haben eine relativ absurde Fantasie. wir können mit einem Haufen erwachsener Männer in einem Raum sitzen, die mitunter mit verstellten Stimmen sprechen und wir glauben dann, dass wir woanders sind. In anderen Ländern zählt das schon als Geisteskrankheit. Aber es ist ein wunderschönes Hobby und das hier ist ähnlich. So, ne? Man muss dann halt, du hast eine Textnachricht und musst es dir dann halt vorstellen. Wie ihr das eben schon mitgekriegt habt, wie wir gefeiert haben, wer war das nochmal? Wer war schüchtern? Der Vasall deines Bruders. Genau, Tjust ist zornig, schüchtern und ehrlich. Okay, das ist jetzt nicht viel, das steht da, aber stellt euch bitte einfach mal jemanden vor, der so ist. Also ich meine, das ist doch wirklich, das ist doch absurd. Meine Frau zum Beispiel ist undurchschaubare Intrigenspinnerin, das ist ihr Beruf. Ich weiß auch nicht, wo man diesen Beruf ausüben kann. Sie ist aber Falknerin, das ist ihr Hobby. Dazu aber sehr gefräßig, wohltätig und tapfer. Also sie ist eine Nette. Also ich finde, Gudrun ist nicht die Schlechte. Gefräßig und wohltätig passt gut zusammen. Man gibt halt so Banketts. Ja, genau. Die gibt mit vollen Händen. Der Falke, man schickt den Falken los, der fängt Kaninchen und nachher essen alle zusammen die Kaninchen. So oder so ähnlich läuft das. So, ich habe dich unterbrochen. Entschuldigung, du wolltest Mechanismen erklären. Ja, genau. Wir waren bei Prestige. Prestige ist wichtig halt für zwei Dinge. Man kann halt als Heide damit was bezahlen. Und Prestige erhöht auch die Meinung vom Charakter. Wenn man zum Beispiel minus Prestige hat, dann finden einen Leute beschissener. Weil du bist quasi, also minus Prestige ist quasi Uncoolness. Du hast irgendwas richtig Dummes gemacht, bedeutet minus Prestige. In diesem Fall halt, du hast irgendeine Frau geheiratet, die vom Abschaum abstammt und das ist für einen Herrscher aus dem Hause Afransing einfach nicht cool. Es wäre noch schlimmer gewesen, wenn du schon König geworden wärst, aber so 100 minus 60 musst du auch noch ausbügeln. 100 minus 60, ja. Geile Wortkombination. Ja. Minus 160, genau. Ja. Bei mir sieht man es tatsächlich gerade. Der hier, es ist ein Vasall, der liebt mich tatsächlich mit 91. 100 ist das Maximum, ne? Ja. Also wenn die Zahl grün ist und 100, dann findet er mich ultra geil. Dann sagt er, boah, Ragnar, richtig geiler Typ. Also mega. Und ich habe aber eine kurze Herrschaft. Hier sieht man das bei dem. Ich weiß nicht, warum der Typ, der mich hasst, bei dem wurde das nicht angezeigt. Keine Ahnung. Kann man bestimmt erklären, wenn man richtig Pro ist. Auf jeden Fall, das gibt mir minus 45. Wenn ihr überlegt, dass 100 der Maximalwert ist, ist das schon relativ krass. Aber ich bin halt stark, das findet der geil. Ich bin gesellig, gütig, fleißig. Der ist auch gütig und er ist zufrieden. Das heißt, er findet die alles geil. Das ist so ein bisschen, genau. Das ist zufrieden ist halt einfach erstmal, er chillt die Basis. Ne? Also, ja, der hat auf jeden Fall eine hart gechillte Basis, der Typ. Ja. Naja, und durchs Prestige kriege ich minus 8. Und jetzt habt ihr ungefähr eine Vorstellung, wie unglaublich komplex dieses Spiel ist. Weil alle Charaktere, die hier auf dieser gottverdammten Karte oder Götterverdammt, wir haben ja mehrere Götter, glaube ich, die hier unterwegs sind, ich kann hier irgendwo reinklicken in Bolgar, weiß ich nicht, was das ist, und in einem schönen kleinen Städtchen, in dem Stämmchen Tumen, hängt Khan Koromisosch von Edzgil rum. Der ist der Hofgeistliche von Bolgar. Ja, so, und der hat eine Meinung über mich. Der findet mich egal, weil ich habe eine gute Staatsdiplomatie, er findet meine Religion scheiße und ich habe wenig Prestige. Seine Frau hingegen findet mich ziemlich gut, weil sie stark und gesellig und gütig gut findet. Also die findet mich ganz gut. Man kann sich also vorstellen, manchmal bei Gesprächen am Hofe, wenn da in Bolgar so an einem normalen Sonntag so, ach, was hältst du eigentlich hier von diesem Franz da drüben? Du, keine Ahnung, 500 Kilometer weit weg, ist mir eigentlich egal. Ne? Aber guck mal bitte auf die Karte. Ja. Ich glaube, mit 500 Kilometern kommen wir nicht aus, weil da liegt komplett Europa dazwischen. Es kommt auf den Teil von Bolgar an, den du meinst. Ja, selbst dann. Okay, nee, selbst dann. Ja, ich habe gelogen, das stimmt.
Aber ja. Daneben ist Chermis. Ja. Okay. Ja, genau, also es gibt. Wir machen diese Folge übrigens ein bisschen länger, damit ihr wisst, was. Damit wir noch ein bisschen Sachen erklären können. Genau, also es gibt viele, viele Mechanismen dabei. Wie gesagt, Prestige ist dafür wichtig, dass Leute mögen und um als Heide was zu bezahlen. Dann gibt es auch Pietät. Das kommt direkt daneben mit diesen Runenzeichen. Pietät ist wichtig, um mit Geistlichen klarzukommen. Geistliche herrschen logischerweise in Kirchen bzw. in Tempeln. Und davon hat man. Jetzt bei uns. Oh, Emil klingt ja wieder ganz leicht. Moment. Ich habe gerade gemerkt, ich habe Emil gar nicht auf dem Ohr. Das war mein Fehler. Das ist jetzt ja im Video drinne. Ist ja ganz schrecklich. Ich muss mir Emil gerade mal aufs Ohr legen. Moment, wo kommt denn der rein? Da. So, jetzt müsste ich. Sag mal was, Emil. Eins, zwei, ich sage was. Ja, okay. Jetzt höre ich Emil auf dem Ohr. Okay, alles gut. Okay. Das war mein Fehler, sorry. Ja, das ist Pietät. Die ist dafür da, dass einen die eigenen Geistlichen mögen. Je höher die Pietät, umso cooler finden die einen. Als Heide ist das nicht ganz so wichtig, weil die haben sowieso erstmal eine Basis, gute Meinung von einem. Und wenn man als Heide anfängt zu spielen, gibt es auch noch kein religiöses Oberhaupt. Es ist quasi das Ziel als Heide, als und als Nordmann sozusagen, die Religion zu reformieren und ein Oberhaupt zu bilden. Also diese Sache mit der Pietät, die ist viel wichtiger, wenn man jetzt, vor allem wenn man Christen spielt oder Muslime, denn über die Pietät entscheidet sich halt, wie sehr dein Bischof dich mag. In deinen Tempeln sitzt immer so ein Bischof drin und wenn der dich mehr mag als den Papst, dann zahlt er dir Abgaben, wenn er aber den Papst mehr mag, dann, obwohl du quasi in deiner Grafschaft, in deinem Königreich der Herrscher bist, geht die ganze Kohle von diesem Kloster nicht an dich, sondern an den Papst. Und darum ist es immer ganz wichtig, sich mit seinen Kirchenanhängern gut zu stellen im Christentum, damit die eben die Kohle zahlen. Als Heide fließt die Pietät so nebenher. Das ist ganz lieb und nett, aber so richtig braucht man sie. Plätschert die? Die plätschert bestimmt auch, genau. Es gibt aber noch eine ganz wichtige andere Sache bei der Pietät, und zwar, oder bei Religion insgesamt. Religion ist so ein sehr, sehr spannender Mechanismus in diesem Spiel. Es gibt nämlich, kommen wir wieder zur Meinung, es gibt Abzüge, wenn du als Herrscher über eine Region herrschst, in der eine andere Religion geherrscht wird, als du sie hast. Wenn du hast du auf Religion gewechselt? Genau. Jo. Da sieht man, welche Religionen so vorherrschen. Und unten, also wo ich herrsche, so Ostseeküste und so, da habe ich vor kurzem ein paar slawische Gebiete erobert. Und die Herrscher, die dort sind, ist das hier, ne? Also ja, genau. Die habe ich neu eingesetzt, weil die schon rebelliert haben. Aber vorher waren das slawische Herrscher. Die haben mich gehasst wie die Pest, weil sie die falsche Religion hatten, aus meiner Perspektive. Und man muss... Hier müsste das sein. Ja, nee, das ist... grau ist germanisch. Eins drüber. So, nee, dann habe ich mich... Wenn du eins drüber gehst, geh nochmal auf Religionsansicht. Ja. Das gestrichelte. Ah, okay. Das heißt auch gerade, da wird gerade quasi Konvertierung betrieben. Die sollen jetzt gefälligst germanisch werden. Wenn man das nicht macht, wenn die Religion dort nicht wechselt, dann gibt es Bauernaufstände. Und die können einem ganz schön das Genick brechen, wenn man gerade auch noch im Krieg ist. Je höher die eigene Pietät ist, umso besser geht es auch der Religion. Und je höher die moralische Autorität der Religion ist, umso eher konvertieren Leute zu dir rüber. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann Tempel bauen. Und man kann andere Religionen schwächen, und das machen wir gerade, wir gehen jetzt plündern nach England, und indem man Christentempel abbrennt. Echt, das geht? Dann schwächt das die christliche, also die Autorität des christlichen Glaubens, weil die Leute halt sagen, warum hat Gott das zugelassen, dass wir unsere Mönche getötet haben? Hießen die damals auch Tempel und nicht Kirchen eigentlich? ich spreche gerade so aus nordischer Perspektive, da sind das Tempel. Und bei den Christen sind natürlich Bistümer. Das sind Bistümer mit Klöstern. Ach so, richtig verstanden. Ja, genau. Das ist so das Ding um die Pietät. Die hat viel mit Religionsautorität zu tun. Entschuldigung, ich muss dich kurz darüber sagen. Ja. Wann gibt es die Entfernungsanzeige? Das ist mir neu. Ich hab immer noch Brandenburg angeklickt. Das ist nämlich das, worum es geht, ne? Hab mich gerade gewundert. Ich habe den Cursor hier irgendwo im Meer, ne? Ja. Da steht Entfernung zu Brandenburg 262. Nice. Ich kann jetzt mein Heimatland anklicken und deine Hauptstadt nehmen. Ja. Und dann steht da das nicht. Ja. Hm. Oh, es gibt noch was ganz Wichtiges. Ah, nee, im Meer. 204. Okay, ja. Sorry. Ja. Eine Sache noch wichtig zur Religion. Es gibt heilige Stätten.
wenn du auf Religion wechselst, in der Ansicht unten, die Weißen. Ach, das habe ich mich eben schon gefragt. Sind heilige Stätten unserer Religion. Dann halte ich die beide. Du hältst zwei und ich halte eine und die andere verleibe ich mir bald ein, sobald ich Sachsen angreifen kann. Das Ziel ist es, drei heilige Stätten zu haben. Und dann kann man nämlich den Glauben reformieren. Ach, das muss ja dann einer von uns machen. Ja, genau. Das ist halt immer das Ding, wenn man zu zweit so eine Religion spielt. Einer kann Herrscher werden, der andere nicht. Einer kriegt sehr, sehr, sehr geile Vorteile, der andere nicht. Man braucht halt noch mehr dafür. Der germanische Glaube braucht eine Autorität von 50 mindestens. Wir sind gerade mit 47 knapp drunter, aber wenn man ein paar Tempel plündert, dann geht das wieder hoch. Sobald wir Tholen haben, gibt es 10%, fertig ist die Laube. Auch das? Genau, aber dann hast du, genau, dann hast du drei. Ja, du könntest dir Tholen holen, das ist aber aktuell in West. Nee, das ist ja bei dir, das ist ja. Nee, bei mir ist Paderborn. In Braunschweig das? Ja, das ist, also, und Tholen ist im Westfränkischen Reich. Da müssten wir halt gegen Karl den Großen kämpfen und das ist ganz schön krass. Ach, hier auf der Insel? Ja. Auf Seeland? Genau. Ah, genau. Okay. Vorher, also man kann eher vielleicht gegen Widukind kämpfen von Sachsen, auch eine historische Persönlichkeit. Ja, oder wir mauscheln irgendwie Sachen hin und her. Ja, wir gucken mal, genau. Aber das ist halt so Religion, Pietät, andere Währung und schließlich halt die Währung der Meinung. Meinung ist extrem wichtig, vor allem wenn es um Vasallen geht. Wenn du auf deinen Vasallendingens wechselst und da kann man nach Meinung sortieren, wer hat einen am liebsten, wer mag einen gar nicht. Leute, die einen mehr mögen, zahlen eher Abgaben. Als Stamm zahlen die eh keine Abgaben. Aber sonst zahlen die Abgaben. Und Leute, die eher deiner Meinung sind, wählen eher wie du. Also wenn du jetzt sagst, dein cooler Sohn soll der nächste Nachfolger von dir werden, dann glauben die Leute, die dich eh mögen, eher dir. Und alle Leute, die dich scheiße finden, die wählen irgendwen anders, aber nicht deinen Sohn. Ja. Und man kann halt mit den anderen Währungen immer so quasi ein bisschen tauschen. Je mehr Pietät man hat, umso eher glauben einem die Kirchenleute. Je mehr Prestige man hat, das hilft bei allen. Und man kann Gold ausgeben, um Meinung zu erzeugen. Und als Heide können wir zum Beispiel ein Blood feiern. Das ist ein krasses Menschenopferfest, wo man Leute aus seinem Kerker umbringt. Und je mehr Christen man opfert, umso besser finden einen alle Heiden. Was mir gerade noch einfällt, es gibt noch total viele andere Sachen. Ich habe zum Beispiel Leute im Gefängnis, die habe ich im Krieg mitgenommen. Ja, die meine ich, genau. Wenn du die opferst, dann ist das cool. Genau, die kann ich dann opfern, weil bisher kann die niemand freikaufen. Ich könnte halt gucken. Ach, ich bin der Lehnsherr, deswegen kauft den keiner frei. Ja, der hat einen Aufstand gegen mich gemacht. Was aber auch spannend ist, man kann Leute umbringen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier ist Emil, ich will den umbringen. Kann ich sagen, der wird umgebracht. Dann hätte ich eine maximale Verschwörungsstärke von 78%. Das liegt daran, dass seine Leute ihn ganz gut mögen. Was Emil eben mal meinte, würde jetzt zum Beispiel sein Hofspitzel ihn hassen, dann würde das vielleicht sogar um über 100%, also nur der kann über 100% Verschwörungsstärke generieren. Aber das müssen wir dann mal gucken. Das ist jetzt auch alles schon, das seht ihr dann im Laufe der Zeit. Wir wollten nur mal die groben Sachen erklären. Ich nenne das dann auch irgendwie Tutorial-Folge oder so, weil wir haben jetzt ja noch nicht wirklich gespielt. Das machen wir dann gleich. Fällt dir noch was ein, was wir unbedingt noch erzählen müssen? Man kriegt hier oben immer noch so Hinweise, zum Beispiel die Nachfolgenominierung. Ich habe momentan noch keinen Sohn. Die Chancen sind, ach so, Erben und Frauen und Trades, das ist noch eine ganz geile Sache. Das hier vorne, das hat jeder Charakter, das ist der Beruf. Den lernt man von demjenigen, der einen ausbildet. Sobald ein Kind 6 wird, ne, wird es ausgebildet. Das kann man, wenn es das eigene Kind ist oder ein Kind, mit dem man zu tun hat, dessen Herrmann ist, dann kann man das bei jemandem ausbilden. Zur Ausbildung schicken und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der dasselbe wird wie derjenige. Ja. Ich habe zum Beispiel Ragnar selber ausgebildet, ich war ein guter Krieger, deswegen ist Ragnar guter Krieger geworden. Und die Herzen sind angeborene Stärken. Ragnar ist stark, das ist, glaube ich, fast das zweitbeste, was es gibt, oder? Auf der ganzen Welt so. Ja, nach Genie ist das Beste. Und meine Gattin ist ein Genie und ihr seht halt, das gibt auf alles Boni. Das ist richtig, richtig krass und es besteht jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir beide zusammen Kinder kriegen, dass die entweder stark oder ein Genie werden. Und wenn wir das beide zusammen natürlich. Kinder kriegen? Wenn Emil und ich Kinder kriegen, dann werden die entweder dumm oder richtig dumm. Und ja, das muss man mal gucken. Ich sehe übrigens gerade den Chat nicht. Müsst euch nicht wundern, weil ich nicht wieder das Ding minimieren will. Das mache ich, wenn ich die Folge beende. Ich habe noch was vergessen, was wichtig ist. Und zwar, wir könnten auch oben rechts durch die Zeile weitergehen. Und zwar, nach Pietät kommt noch ein Reiter, der sagt, wie viel Land man halten kann. Das ist relativ total abgefahren. Das habe ich, als ich das erste Mal gespielt habe, mit Irland ohne Erweiterung, habe ich das nicht verstanden, was die von mir wollen. Die Rechnung, die da steht,
habe ich, also ich weiß, wie man was erhöht, aber ich habe es auch noch nicht so ganz gerafft. Je geiler der Titel ist, den man hält, du könntest ein Bier mitbringen, das wäre klasse. Geil. Im Kühlschrank. Je höher der Titel ist, den man hält, umso mehr Land kann man halten. Je höher der eigene Verwaltungswert ist, umso mehr Land kann man halten. Je nach Gesetz kann man mehr Land halten. Und witzigerweise auch noch wichtig, also die eigene Frau, die muss auch gut in Verwaltung sein, das spielt ja auch noch mit rein. Und dann rechts daneben, das ist ein neuer Reiter, da wird drüber entschieden, Dankeschön, wie viele Vasallen man haben kann. Der ist neu, so neu ist relativ, ich glaube, den gibt es seit so 1,5 Jahren in diesem Spiel. Denn wie gesagt, Paradox patcht immer weiter und bringt neue Mechaniken rein. Dieser Reiter sorgt dafür, dass es nicht nur um Verwaltung geht, wenn man ein großer, geiler Herrscher sein will, sondern auch um Diplomatie. Also du kannst nicht nur, also hohe Verwaltung heißt, du bist für dich auf deinem Land ein cooler Chef und kommst auf alles klar. Wenn du dann aber niedrige Diplomatie hast und quasi alle deine Vasallen, also deine Herzöge, deine Grafen, konsequent beleidigst, während du auf ihrem Land rumhängst, dann finden die das nicht so geil. Und dann hast du weniger Kapazität, um Vasallen zu halten. Darum braucht man einen höheren Verwaltungswert, um Land abzugeben und dann so seine Herzöge da machen zu lassen. Denn ansonsten kommst du quasi, verzettelst du dich und sprichst den falschen Herzog mit dem falschen Titel an und dann mögen die dich nicht. So ungefähr funktioniert das. Die Reiter dahinter, die sind für den Spielverlauf Bums. Okay. Da ist jetzt auch noch meine Frame-Anzeige von meiner Grafikkarte davor, die ihr jetzt ausnahmsweise sehen müsst. Ich würde sagen, ich hoffe, das Einzige, was ich vom Chat sehe, das ist so ein bisschen abgetrennt. Ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal als grobe Tutorial-Folge. Einzeln stehen, die werde ich auch einzeln benamsen. Die Menschen im Chat sind jetzt Crusader Kings-Experten und die Leute, die diese Folge gesehen haben, auch. Vielleicht setze ich die sogar vor das eigentliche Let's Play, also dass ich sage, ja, da sind ein paar Spoiler drin, aber im Grunde ist das nicht so schlimm. Also das. Es sterben andauernd Leute. Auch man selbst stirbt dauernd, gerade als Wikinger, weil man muss in den Krieg ziehen und andauernd stirbt man. Okay, aber dann würde ich sagen, beenden wir jetzt die Tutorial-Folge. Ich will nicht raustappen. Ja, ich kann jetzt auch nicht, außer bei Let's Plays ärgere ich mich immer so, dass ich stelle ja immer so rhetorische Fragen, so, oh, was glaubt denn ihr? Dann können die Leute einen Monat später mir das in die Kommentare schreiben. Hättest du Idiot das besser mal so gemacht? Hier habe ich jetzt ja tatsächlich das Feedback, es dauert nur eine halbe Minute. Ich sehe nur leider den Chat nicht, das ist dumm. Schau doch gleich mal rein. Ja, ich gucke rein, ich will nur nicht schon wieder meinen Desktop zeigen. Obwohl, ich kann das ja. Kannst du den Cursor, also... Ich schneid's einfach, Moment. Wo ist denn das? Da, du musst doch bis gleich sagen. Hab ich noch nicht, ist noch nicht zu Ende. So, Moment. Ja, ich hab an einen Timer gedacht, eloquente Ente. Und ich hab's mit Absicht länger laufen lassen, weil das so eine Tutorial-Folge ist, das ist schon okay. Ich habe ja meinen Kanal nicht monetarisiert, also es ist, die View-Time, die an bla, ist für mich noch nicht so wichtig. Das ist ja bei anderen Leuten ganz anders. Trotzdem, in diesem Sinne, beenden wir jetzt das Tutorial und steigen dann ins richtige Spiel ein gleich. Und ja, dann stelle ich mir auch den Timer neu und ich sage bis gleich, ne?